Und der Verlierer muss gegen Hamster. Sonst geht mir hier mehr als um den Sieg. Hey, der ist. Oh, Zero to Death. Ich hab's nicht gesehen. Nee, Zero to, Zero to, Death. Ah, zählt, das ist eine Null vorne. Ich sag mal so, derjenige, der in Berlin wahrscheinlich die meisten Zero to Deaths hat, ist Danny. Also, kann auch alles passieren. Oh, das ist der Kombi Mario Kombos. Oh shit, die Fireball Extension. Twitter-Kombo. Hey, ich hab Angst vor diesen Fireball-Kombos, die Danny gerade lebt. Die sehen nicht gesund aus. Wir sind beide einfach gerade richtig am Viben. Jetzt treffen sie wieder. Vierter Blackthor? Ah, ne, noch nicht. Oh, wir sind war direkt vors Gesicht. Es kann auch knapp werden. Ist noch so eine Mario-Kombo, eine, also eine ab 30%. Und ist wieder even. Ich höre gerade Anti-Sora. Die Sora-Pro-Propaganda im Hintergrund. Ist nicht okay. Ist echt schon fast wieder eben. Udi, der Backhit Rekit näher, hat gerade die Side-B von Wolf besiegt. Mario und Shit kann man nicht wirklich punishen. Also, das ist ja macht fair oder so. Oh, die Abi! Ein Hyper-Abi-Kill. Einfach Raw aus dem Nichts. Jetzt ist echt wieder even. Uh. 70%. Das kann aber ähnliches. Oh, die hat mich connected, ja. Und Danny hat's echt zurück, gut. So, nächste Upsmash killt. Oh, wer kennt das Spotwatch? Oh, der Shitbreak! Ja, das ist es. Game 1 für Danny. Array. Danny Band, 3x FD. Ey, krass, das Comeback. Wenn man bedenkt, so Stock 1 quasi Zero to Death. Das ist grün, ja. Aber ganz vorsichtig mit diesem Ladenkabel. Jo, ich bin fast auf. Ja, heute will jeder ein Anime-Protagonist sein. Oh, jetzt ist das Wichtigste, die Musikwahl. Okay, die Musik kenne ich nicht. Ja, das geht ja jetzt nicht mehr. Ja, aber Wolf ist ja quasi Sword Mario. Wolf ist basically Swordy. Also kann immer das gleiche zurückmachen.
Aber dieses Game, besserer Start für Danny. Aber weiß, vielleicht ist es das, was jetzt der Curse ist. Ja, nur die roten, aber dann. So, Game 1 war Danny so behind, jetzt ist even. Vielleicht ist das, was es braucht. So, manchmal den ersten Stock zu gewinnen, dann hat man das Game verloren. Das ist einfach so, das passiert. Da ist der Trump. Kein Präsident mehr, aber in Smash gibt's ihn noch. Danny gerade, Rail gerade all over the place. Immer in Justins Gesicht. Oh, aber die Fair, die war ein bisschen zu viel. Oh, es geht aber noch nicht, kein Rage. Oh, was passiert da? Oh, kein Tag. Gute Ultimate-Buffer. Der Erdutsch. Waren aber so 140% circa, also. Ich glaube, da ist SD dann schon nicht ganz so schlimm. Oh, der Snipe. Oh, ich glaube, das hat Justin gebeefied. Sehr nice. Das ist schon wieder back to even. Oh, kein Trump diesmal. Ich glaube, das hätte man fast Zeit nehmen können. Aus dem Winkel. Oh, was war das? Ich glaube, Abwehr. Oh, der Roll-In wurde gereadet, aber nicht richtig gepunished. Das hört sich mal nicht so nice an, wenn man den Hardread hat, aber dann schafft man es doch nicht zu punishen. Oh, der Air Dodge? Oh nein, kein Punish. Alter, die beiden, die viben hier rum. Und dancen rum. Oh, da ist der Backthrow, ja. Glaube ich, best of 5. Ja, ist best of 5. Auf jeden Fall sehr close. Oh ja, da ist es. Kein Jump mehr. Schätze ich mal. Jetzt last stock, dead even. Und auf jeden Fall besser als letztes Game. Da war ja Danny am Anfang, Rayleigh am Anfang hinten und dann hat er komplett durchrasiert. Es scheint hier etwas mehr Klick gemacht zu haben. Auf jeden Fall zwei Charakter so. Neutral ist immer so ein rumgetanzt, es passiert nicht viel. Und dann beginnt die Kombo und dann explodiert es. Der Upsmash, der direkt von unter der Plattform hoch. Das ist auf jeden Fall eine krasse Hitbox. Okay, kein Punish. So, auf jeden Fall. Noch ist Zebra vorne, aber ganz close. Der D-Smash, der hätte fast getroffen. Das wäre der Kill gewesen. Oh, jetzt 144%. Der steckt, die killt, oder? Nein, die killt nicht. Game lügt uns wieder an. Also ab jetzt sollte eigentlich fast alles kennen von Wolf. Okay, so eine Fair jetzt vielleicht nicht, oder? Okay, F did auch nicht von der Stage. Perfekt. Late hit näher. Der killt. Nice Spacing auf jeden Fall. Jetzt steht's 1-1. Justin guckt immer in den Chat, das heißt, wenn ihr irgendwas sagen wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Die Reads nicht nur in-game, sondern auch out-of-game mit dem Chat. Ich spanne
Oder Kazuya habe. Ich glaube nicht, dass es Kazuya wird. Verlierer übrigens, der muss gegen den guten Hamster spielen. Das heißt, wie auch immer hier verliert der, der muss danach leiden. Nochmal höhere Stakes, aber es auch wirklich zu gewinnen. Okay, ist durch. Ich glaube, die Stage, die beide am liebsten mögen. Also, okay. Also Mario wird Battlefield oder so sein, oder Yoshi ist aber zumindest die von den nicht gebannten. Ich glaube, niemand bannt PS2. Außer gegen Atwo. Gegen Atwo bannt man die Stage. Im Hintergrund sehen wir die Random Battles von Snippy und Miles. Ist viel spannender als durch. Ja, das Set ist geil. Sagt mal nix. Das ist Game 3. 1-1. Ich hab grad nicht mit Player 2, ne? Ich hab schon machen, dass du so dachtest. Oh, die Side B war on stage. Nicht der krasseste Punish. Ach du Scheiße. Ich hab noch nie mit mir gespielt. Ich auch nicht. Ich hab mir irgendein Quick-Clip. Der Jablock. Clip it. Weil ihr sammelt schon mal Clips fürs nächste PR. Oh, die Call-Out Back Air. Einfach den Dash in gecallout hat. Aber auch Back Air hinter sich gemacht. Killt das? Nee. Das vielleicht kommt noch ein Up, ja. Ey, PS2 ist die eine Stage und Yoshi ist, wo es ernsthaft killen kann. Und Wolf ist ja auch gar nicht so schwer, aber. Weil so leicht ist er auch nicht, das gibt's kein Fox. Oh, der Fireball. Der gönnt nicht. Der jumpt übers Shield. Über Spot Dodge. Connected nicht. Und haben, glaube ich, beide. Oh, die Side B? Geht nicht. Ist natürlich für Over die ganze Stage ein komischer Winkel. Kriegt man den Backthrown-Kit. Jetzt das Wichtige: Wie lange kann Ray diesen Stock biten? Ach so, meinst du das, ja? Oh, lustig ist die Eye, aber kein Punish. Oh, der First Hit, Elf Tilt. Gecancelt, aber lebt noch. Gerade Pinball mit Ray, aber er kommt aus dem dritten Punish raus. Und jetzt ist Mario wieder am Viben. Oh, da ist der zweite Jablock. Kennt natürlich noch nicht, aber offstage 70%. Oh doch, kommt nicht an die Ledge. Hat mit dem Jablock gekillt. Zwei in einem Game. Was? Jo. Hat wo gerade 3-2 gegen Kiste gewonnen. Aha. Das ist die Frage, wen wollen wir jetzt on Stream haben? Ich könnte danach halt theoretisch direkt ins Wirkliche spielen, aber ich will noch eine Pause machen. Ja, also sonst, wenn ihr jetzt nicht on Stream spielt, hätte einer von den beiden wäre wieder on Stream. Also weiß nicht. Wir können warten. Also steht gerade 2-1. Oder macht doch mal einer was dagegen. Aber beides wäre auch Winner-Final. Also ihr könnt eigentlich schon spielen. Ja, ihr könnt eigentlich schon spielen, weil es anderes Winner-Final ist, sollten wir schon uns Stream haben. So, irgendwann müssen sich ja Leute damit wenden, wenn kaum mehr drin ist. Wo haben wir denn? Halb 10? Ich weiß auch nicht, wie lange das alles dauert. Oh, der Fireball direkt einfach ins Gesicht gesprungen.
Ich glaube, beide Spieler gewinnen ungefähr gleich auf das Neutral. Aber Danny holt immer, Rell holt immer so viel damit raus. Teilweise natürlich wegen Mario, aber teilweise einfach auch, weil es Rell ist. Der holt immer alles aus dem Advantage raus. Natürlich, manchmal fühlt man zu sehr, aber manchmal fühlt man auch genau das, was man fühlen muss. Oder Fireball. Bitte den Upsmash, Landing. In der Kopf. Ich glaube, ich als Mario hätte Kopfschmerzen. So viel Upsmash ist. Wo trifft er die Backer? Jetzt wieder ungefähr even. Oh, den Grab connected nicht. Das wäre nochmal böse geworden. So, guck mal, ich tag hier und ich kann einfach nicht zurück. Ja, das ist ja sorry, das fand ich so blöd. Oh, late and air to F-Tit. Das Ganze ist connected. Ja, jetzt wieder dead even. Okay. Ist auf jeden Fall super, super knapp. Da ist der Fireball, aber diesmal Tag. Das wäre wieder ein Jablock gewesen ohne Tech. Beziehungsweise ein Fireball-Lock. Oh, da beefet ja wieder durch. Sehr wichtig. Jetzt Mario am Landen. Und dann die Ledge. Ja, okay. Der Grab connected nicht. Der Grab connected auch nicht. Beide gucken für einen Backthrow. Ja, von da geht er leider noch nicht. Beziehungsweise, je nachdem für wen man es nicht leider. Und die Back Air. Der Callout zu dem Drift. Jetzt wieder die Situation, so wenn Ray es schafft, dieses Stock jetzt lange zu behalten. So auf die 30% zu bringen und dann seine Mario-Kombo kriegt und dann hat er wirklich ein Lead. Die Extension an dem Fireball. Er tritt das Feuer und durch das Feuer, Mario. Oh, das war wichtig, diese Backer war wichtig. Die Down ja aus der Kombo. Oh, was? Oh, hätte die connected. Ja, dead even wieder. Und dieser letzte Stock, der ist so explosiv. So explosiv, dass gleich Gamescom Berichte kommen. Oh, beide jumpen rum. Einfach die Flummis. Oh, der Shitbook. Das war wichtig, dass das geshitbookt hat. Jetzt Ray in Disadvantage. Kommt durch mit dem Mewtwo, get up durch den F-Tip. Ganz, ganz knapp. Ja, das weiß ich. Ja, deswegen. Sie kann ja. Die Nerd trifft gerade noch. Zebra geht offstage, gibt dadurch Advantage aus, aber. Jetzt wieder im Neutral. Backflow sollte noch nicht killen, nicht von da. Oh, die Backer und jetzt. Ja, jetzt muss Wolf gucken, dass er zurückkommt. Da ist der Trump, aber nein. Was passiert hier? Lebt er? Ich glaube nicht. Nein. Oh, die Get Up Attack hat den Jump geklaut. Und hat ihn gegen die Edge geworfen und noch Backstage gebracht. Jump geklaut und Backstage gebracht mit der Get Up Attack von der Ledge. Oh mein Gott. Das ist eine Möglichkeit, das zum 2-2 zu bringen. Was willst du? Passt der Kommentar von eben mit dem Mental Damage auf jeden Fall auch zu dem Game? Ganz, ganz wilde Games hier. Und PS2. Der PS2-Bann. Oh shit. So ist endlich gebannt. Ja, es ist Game 3. Von der neuen Stage. Vorher noch nicht gesehen. Also in dem Set. Ich weiß gar nicht,
Ich weiß gar nicht, wer die Stage von beiden mehr mag. Wir denken einfach beide. 2-2. Heute wieder viele Game 5s. Oh krass, bisher waren alle Games... Okay, das sind Apio nicht, aber sonst waren die beiden in Losers waren alle 3-2. Das Game ist jetzt 3-2. Also Top 8 wird ein sehr langes Top 8. An dieser Stelle F für Frasers Schlaf. Oh, was war das denn, dieser? Der Drag-Hit. Was war das? Oh, nice. Nice Back-Air. Killt bei 80%. Kombo rein. Aber da ist der Jablock. Die beiden haben echt keinen Bock, den anderen irgendwie leben zu lassen. Die hauen einfach rein. Ich muss sagen, Game 1 war ja noch schlimmer, also noch schlimmer für Ray. Da hat er 0,7% gemacht mit dem ersten Stock. Fast ein Zero to Death. Und jetzt schon fast wieder even, ja, mit dem Upsmash wieder even. Nur 14% rennt sie und ja. Vielleicht ist der Trick einfach early den Stock verlieren. Das ist ein bisschen Co-Commentary. Co-Commentary für das letzte Game. Die Extension! Oh, trifft nicht. Also gegen Ray hätte man mal Angst, ganz kurz safe zu sein. Was? Kein Deck? Oh, doch nicht. Ein bisschen zu weit am Rand, deswegen ist er gerade runter. Ja, ich glaube, er hat ihn noch runter mit dem. Er ist noch gegengelaufen und ist er runtergefallen. Ich mag das nicht, dass das geht. Ja, in Brawl war das so, dass man danach nicht tanken konnte. Das war... Nein, das ist nice. Also du konntest das so extenden. Oh, der Upsmash wieder. Der zweite Upsmash. Mal sehen, ob wir einen dritten sehen. Rap ist schon eine risky Option, wenn Spot Dodge steht. Das ist wirklich super hart. Ja, Mario punishen. Das ist immer so eine Sache. Aber eine Backair. Die letzte Backair hat bei 83% gekillt. So. Das gefährliche Ding. Gut, war jetzt nicht ganz on stage. Ja, die hätte gekillt, glaube ich. Der Hard Read. Die Backair to fair. Connected, killed bei 40%. Danny sagt sich was, 83%, ich kill dich bei 40%.